Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Rufus ist gelangweilt. Nein, natürlich nicht, sondern Goodbye Deponia in spannendster Action. Geht es hier nun weiter und dort hinten haben wir Goal. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Ach, Rufus. Ich rette dich! Was sagst du? Mach doch! Edler Retter! So, reden wir doch mit Barry. Die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Okay. Barry hat wohl nichts weiter zu sagen. Wir drücken mal den großen roten Knopf. Ist ja nie verkehrt. Huch, was ist das denn? Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden! Genau! Die manuelle Dingens! Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus von den Bananen! Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen! Oh, bitte, Rufus, mach das Richtige! Und jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau! Voll extrem! Oh, ich bin ja so gespannt! Kommt jetzt die extreme... Die was? Na, ein Zoom. Du willst jetzt... Ihr wollt ernsthaft, dass ich das Ding auch noch beschleunige? Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel fängt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier einen Teil haben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Keine Propaganda! Darauf verdecke ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Hui! Eine Feueraxt. Und ein Schlauch. Ich kann seinen Mantel jetzt nicht löschen. Dieser Held muss einen richtigen Menschen retten. Ja, sie ist heiß. Okay. Und... Ja, das haben wir schon verstanden. Achso, ich habe Leertaste gedrückt. Ups. Was? Nein! Was? Ja, und was können wir jetzt machen? Außer nichts. Ach so, wir haben ja noch die Feueraxt. Hat jemand das Fenster offen gelassen? So ähnlich. Hey, Musik! Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Was ist da denn Heliumgas? Ach ja, Goodbye Deponia.
wunderschön, diese Wolken. Da. Es wird Abend. Oh ja, oh ja. Ach, Mensch. Eine Station. Oder sowas ähnliches. Hussa mit Heliumgas. Achso, ist noch Cutscene. Hupsala. Jetzt habe ich fast mein Mikrofon rausgezogen. Wäre ungünstig. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus. Wer... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Cool? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Hey, wir dürfen wieder. Hui. Gibt's noch was anderes? Nö. Ein Fall, der jetzt doppelt da ist. Okay, machen wir schneller. Eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Ich gehe mit 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. Die arme Katze. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Okay, hier unten ist das Klo. Hey, wirklich? Das war geraten. Ich hab schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. So, wo hier, wo hier, wo hier? Oh Gott, ich rieche eine große Welt. Hier geht's nach oben. Da können wir also noch nichts machen. Vielleicht ja später. Mal schauen. So, wo sind wir denn hier? Gott, hier gibt's viel zu viele Wege, Leute. Es ist übrigens nicht gerade 4 Uhr. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Puh, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Puh, ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Die Musik ist leicht ein wenig seltsam. Aber gut, gehen wir nun weiter im Text. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bornsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Minnetekel. Danke, mein Bester. Zimmer 5. Ach, das ist nicht nur eine Uhr, das ist auch noch die... Das ist ja crazy. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja,
Aber wenn man die Wahl hat? Haben sie aber nicht. Oder haben sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ja, gut. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Bin ich mir nicht ganz so sicher, aber gut. Wir gehen jetzt erstmal schauen, welche Zimmer es hier gibt. Okay, wir sind hier in der Cool, Salz und Pfeffer. Warte, stand da Pfeffersoße? Okay, Pfefferstreuer, ich dachte schon. Ich finde aber diese runterfallenden Objekte finde ich immer niedlich. Hier, diese. Okay, niedlich trifft es jetzt an der Stelle nicht ganz so. Oh, ein Korkenzieher. Kaffeemaschine. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Puff. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Das Husten, das klingt immer so wie, als würde ein Schwein grunzen. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Hängt's gerade auf. Oh. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Da können wir wohl noch nichts machen. Oder geht's zur Rezeption? Ach so, das führt generell nur zum Restaurant. Ah, okay, das macht's einfacher. Den nehme ich mal an, hier und hier geht's zu den Zimmern. Und was hat's mit der Toilette auf sich? Ich gehe meine Toilette ab. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch wieder Sammelobjekte gibt. Ich glaube nicht. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Es klingt ein wenig, als wäre es der Dichter. Aber na gut, wenn er sagt, er ist ein Zeitreisender, dann stimmt das wohl nicht so ganz. Dass der. Wo bin ich hier? Was geht denn hier ab? Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ihr nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum,
Hom Kumba, nein! Verdammt. Okay, Boses Anzug. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. So mysteriöse Waschsekte. Wäschesekte. Im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Verdammt. Okay, gut, mehr kam nämlich nicht. Das dachte ich mir schon. Nehmen wir mal Bosos Wäsche mit. Mehr können wir... Oh, kleiner Bügel. Gut, jetzt können wir aber wirklich nicht mehr machen. Scheint mir jedenfalls so. Wir müssen irgendwie erst der Sekte beitreten, bevor wir was da machen können. Ja. Na, super. Schrank, Zimmertür, 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 Schrank. Okay, gehen wir mal da rein, wo wir wissen, dass es etwas ist. Kopfkissenbezug. Wir können uns damit eine Kutte basteln. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp, zu spät. Ach was. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich seh dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein, ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du denn hier ganz allein? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Dann sind wir der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Wenn... Hä? Achso, das Geschirr. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Rufus, ist das dein Ernst? Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und... Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Haben wir das? Ey, wir haben es ja wirklich dabei. Fischmesser? Achso, er steht also dann auf Fische. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Ja, genau. Warum braucht ein Gespenst bitte? Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt... Es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm. Jeder hat doch irgendwelche Laster. Niemals. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt.
ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Boah. Sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So, und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in meinem Freund, der Geisterastronaut. Was? Na los, hopp. Dann verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Okay, er will also nicht. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Okay. Das heißt, wir müssen jemanden zum Singen bringen, oder was? Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht. Nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. No. Scham. Ja, klar. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Was? Da dürfen wir nicht hin, oder? Hey, ja. Bleib da an der Tür stehen, wo ich die... Ich dachte, ich... Ja. Kannst... Nein. Oh, verdammt, ich bin rausgetappt. Ja. Okay, gut. Das war ungünstig. Ja, ach, egal. Ich speichere jetzt eh nur noch und dann... Passt schon. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für den Fall, dass sich Leute jetzt wundern, ich habe die Folge im Voraus schon aufgenommen. Ich hatte nach der ersten so viel Spaß und ja, hab halt einfach gleich die zweite aufgenommen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Style Play und bitte abonnieren, dann ihr würdet mich supporten und ihr verpasst keine weiteren Folgen von Deponia oder... allen anderen Projekten, die sonst noch auf meinem Kanal laufen. Ja, bis dahin, peace out, euer Raccoon Stay Play. Ciao, ciao.